Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem High Definition Render Pipeline Tutorial und heute geht es uns um Schatten. Und dafür habe ich ausnahmsweise, weil natürlich das Standardmodell von Unity etwas ausgelatscht ist, einfach mal eines geklaut. Also, naja, was heißt geklaut? Ich habe es runtergeladen von CG Trader. Einfach mal ein Modell geholt. Da gibt es sehr viele freie Modelle, gibt es auch kostenpflichtige Modelle. Kann man sich gerne runterladen, wenn man möchte. Man sollte möglichst Englisch können, damit man weiß, was man sucht. Ich habe dort auch ein Profil und verkaufe dort auch Sachen. Also Hashtag Werbung. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe hier einfach mal eins eingesetzt. Ich habe hier vier kleine Lichter hingesetzt. Die können wir vielleicht noch mal ein bisschen besser positionieren, damit die auch möglichst dort bei den Lampen sind. Das hier auch noch ein Stück hoch. Das da glaube ich auch noch ein bisschen. Wobei das sitzt eigentlich schon ziemlich gut. Das hier können wir vielleicht noch ein bisschen so. Das sieht ganz okay aus. Das hier vielleicht ein Stück hoch. Also wie ihr so ein Licht erstellt, solltet ihr eigentlich wissen. Das ist jetzt nicht sehr schwer. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier haben wir also diese drei, vier Lichter, die da leuchten. Und jetzt kommen wir einfach zu dem Punkt Schatten. Wie wir sehen können, sehen wir hier noch nicht wirklich was an Schatten. Hier sind noch so ein paar Überreste, die sind vom Modell selbst. Die sollten aber so eigentlich nicht genutzt werden. Wir nehmen die Shadows von unserem Point Light. Und dafür machen wir hier einfach Enable. Und das machen wir bei jedem der Point Lights. Und fertig. Schon haben wir hier einige Schatten, die exakt dazu passen, wie halt diese Leuchten hier leuchten. Und ich denke, da sieht man doch ganz gut, wie das Ganze auszusehen hat. Prinzipiell sehen die Schatten halbwegs okay aus. Also wunderschön sind sie jetzt nicht. Prinzipiell könnte man natürlich auch noch daraus Spotlights machen, die dann halt in die entsprechende Richtung leuchten. Aber wir bleiben einfach mal bei Pointlights, das sollte eigentlich vollkommen reichen. Und danach gehen wir nochmal auf unser Directional Light. Und dort müssen wir natürlich auch noch die Shadows enablen. Das Directional Light leuchtet natürlich von draußen, beziehungsweise allgemein halt so. Wir sehen von draußen natürlich nicht viel, denn draußen ist das halt einfach nur ein Raum, den wir hier uns geholt haben. Und die Schatten sind jetzt auch noch nicht so wunderschön. Sie sind okay, aber nicht wirklich toll. Und deswegen schauen wir uns hier einfach erstmal um. Wir haben hier so ganz geriffelte Dinge. Ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Ich sage einfach mal, es ist eine Wand. Ja, als nächstes sollten wir uns vielleicht mal überlegen, dass wir hier die Schatten, die wir so ein bisschen von draußen haben, vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Denn das sieht noch nicht so geil aus. Für alle, die fragen, wie habe ich das jetzt hier überhaupt reingesetzt? Man lädt dort einfach ein FBX-File runter. Das könnt ihr einfach hier reinziehen und dann könnt ihr das Ganze einfach in die Szene ziehen. Mehr müsst ihr nicht machen, dann ist alles schon fertig. In diesem Fall waren da noch zwei Kameras mit drin. Einfach die entfernen, indem ihr halt, das ist dann ursprünglich ein Prefab, wenn ihr das in die Szene zieht. Da müsst ihr dann einfach dafür sorgen, dass das Prefab unpacked wird. Dafür geht ihr hier drauf. Dann habt ihr hier irgendwo den Punkt Prefab und dort könnt ihr nochmal so ausklappen und da steht dann Unpack und dann könnt ihr auch relativ einfach die Kameras, die da noch drin stecken, rausschmeißen, sodass ihr eure eigentliche Main-Kamera nehmen könnt. Ich habe hier ursprünglich natürlich dieses Example-Set gehabt. Das ist dann noch hier drunter. Das habe ich einfach ausgemacht, denn ich brauche es halt nicht. Ich wollte einfach nur die Grundeinstellungen von dem Standardprojekt der High Definition Render Pipeline haben. Und natürlich das, was wir halt da schon ein bisschen verändert haben und ein bisschen rumgewerkelt haben von den vorhergehenden Tutorials. Und wir schauen uns das hier mal ein bisschen an. So richtig geil sieht das mit den Schatten noch nicht aus.
Wir gucken noch mal uns das hier an. Wir haben hier einmal natürlich die Shadow Map. Die haben wir hier enabled. Ansonsten wäre hier gar nichts. Dann haben wir hier den Update-Modus. Den haben wir ja einfach auf Every Frame. Das ist eigentlich ganz richtig. Da wird in jedem Frame das Ganze noch mal geupdatet. So, falls wir das Licht drehen oder ähnliches, ist das ganz praktisch. Die Resolution, also die Auflösung, sollte auf High sein. Wir sind auf der High Definition Render Pipeline. Da ist es nicht so schlimm, wenn wir wirklich ein bisschen mehr berechnen lassen. Und hier können wir einfach auf Distance Shadow Mask lassen. Das ist nicht ganz so wichtig. Wir können uns die Contact Shadows mal auf Custom stellen. Da können wir nämlich die auch mal ausschalten. Da sehen wir hier, das sind noch so Schatten. Die sind so klein, dass sie eigentlich ignoriert werden, wenn wir sie ausmachen. Aber so richtig schön sehen die auch noch nicht aus. Wir setzen die mal wieder auf High zurück. Also wir wollen diese Schatten haben, aber in schön. Dementsprechend gehen wir hier auf Sky and Fog. Denn hier können wir einiges einstellen. Denn das ist unser Volume, mit dem wir arbeiten können. Und hier gehen wir einfach mal auf Add Override und hier auf Shadowing. Hier können wir die einzelnen Sachen rausnehmen. Ich nehme einfach mal alles, was zum Thema Schatten ist. Micro Shadows, Contact Shadows und so weiter. Und wir können uns das jetzt einfach mal alles anschauen. Zum einen haben wir hier diese Shadows allgemein. Die können wir jetzt überschreiben mit allem, was wir hier einstellen. Und dafür gehen wir einfach mal auf All. Und schon sieht das Ganze zwar nach Schatten aus, aber die sind sehr, 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 sehr weich. Viel zu weich. Also, wenn wir jetzt hier eine Sonneneinstrahlung haben, ist das eindeutig zu weich. Allerdings, wenn es natürlich mitten am Tage ist und vielleicht ein bisschen diesiges Wetter, dann könnte das ungefähr so aussehen. Das ist schon nicht ganz falsch. Aber gehen wir mal von schönerem Wetter aus und dafür setzen wir einfach hier mal den Wert auf 200. Da ist es schon ein wenig stärker. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Wir können es vielleicht auf 300 setzen. Das ist so die Entfernung, in der das Licht dann leuchtet und dementsprechend sehen wir hier dann entweder stärkere oder schwächere Schatten. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch. Wir können hier noch ein bisschen umstellen, was wir so haben wollen. Und dann die ganzen Sachen ein bisschen einstellen, wie ihr es am besten haben möchtet. So sieht ganz gut aus. Das ist so die Weite an Schatten, die wir halt einsetzen wollen. Die seht ihr auch hier unten. Ja, das ist. So ist es eigentlich ganz okay. Können wir so lassen. Dann haben wir hier noch irgendwelche Borders, die wir dann abschneiden können. Das sehen wir auch hier unten. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich würde das wirklich mit einem einheitlichen Übergang machen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Und im Großen und Ganzen kriegen wir so auf jeden Fall relativ schöne, ausdrucksstarke und doch ein bisschen verwaschene Schatten hin, so dass es halt schon irgendwo realistischer aussieht. Dann kommen wir jetzt zu den Micro Shadows. Das sind diese, die wir hier schon mal ein bisschen angeschaut haben. Die sind ja noch nicht so wirklich gut. Wir gehen hier einfach mal auf Enable All und hier auf Enable und schon haben wir keine Änderung. Wir können jetzt also einfach mal, ach Quatsch, das sind ja nicht die Micro Shadows, sondern die Contact Shadows. Habe ich mich vertan. Ist nicht schlimm. Micro Shadows sind halt etwas wesentlich kleiner, also wenn wir wirklich irgendwelche Pflanzen oder sowas haben, sind die ganz praktisch mit einzustellen, weil dann werden die Schatten der Pflanzen mit angezeigt und dementsprechend ist das doch noch mal ein bisschen krasser, wenn du halt wirklich eine Naturszene hast. Eigentlich sind die nicht ganz so wichtig in dieser Szene, aber in anderen Szenen können sie sehr, sehr praktisch sein. Hier könnt ihr sie halt mit einstellen. Ich kann sie erstmal wieder ausmachen, denn eigentlich sind sie für uns jetzt nicht so wichtig. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Shadows, nämlich den Contact Shadows, die ich hier eigentlich bearbeiten wollte. Und da gehen wir hier einfach mal auf All. Und natürlich auf Enable, ansonsten sehen wir sie nicht. Hier müssen wir jetzt einfach ein paar Einstellungen tätigen, damit das Ganze wirklich sinnvoll angezeigt wird, weil so wie es angezeigt wird, ist es eindeutig nicht schön. Und da gehen wir einfach mal auf die Länge. Wir können die Länge der Schatten erstmal beeinflussen. Da würde ich mal sagen, so ungefähr. Und wir können die Quality auf High stellen. Da ist auf jeden Fall etwas besser. Dann hier die Opacity.
Das ist einfach, wie hell das sein soll. Ich mache es mal nicht ganz so hell. Fade Out Distance machen wir mal 10. Und vielleicht noch Distance Scale Factor. Kann ein Stück hoch und runter stellen. Ja, so ist eigentlich ganz gut auf 1. So ungefähr. Müssen wir die Länge noch mal ein bisschen anpassen. So. Ja, das sieht schon besser aus. Das gefällt mir sogar. Das ist ganz gut. Wobei es fast schon zu lang, wenn man es von hier anschaut. Belassen wir es mal so. Da ist auf jeden Fall ein schönerer Übergang. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Und dann haben wir hier Min- und Max-Distance. Die könnten wir jetzt auch noch einstellen. Ist aber nicht so wichtig. Haben wir hier noch eine Fade-Distance. Die können wir ein Stück hochstellen. Aber nicht zu hoch. So ungefähr. Dann passt das auch ein bisschen besser. Gut, damit haben wir jetzt eindeutig recht schöne Schatten hier geschaffen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir haben hier vielleicht ein bisschen lange Schatten. Wir können die noch ein bisschen verkürzen. So ungefähr. Sollten vielleicht die Fade Distance noch mal ein Stück höher stellen. Ja, das ist okay. So, das sieht doch mal gut aus. Wir haben somit auf jeden Fall sehr gute Schatten von draußen. Und auch nach draußen, wenn wir hier die draußen stehenden Schatten mal so ein bisschen angucken. Denn all das wird auch durch die Point Lights mit beeinflusst und nicht nur das Directional Light, was halt von draußen reinscheint. Und somit haben wir auf jeden Fall, denke ich, ein recht gutes Schattenbild erstellt. Und vor allen Dingen sieht es einfach schöner und besser aus und wir können damit auf jeden Fall ganz gut arbeiten. Und ja. So haben wir relativ einfach eine schöne Szene hier erstellt mit ordentlichen Schatten und es sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als vorher. Gut, dann war's das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!